Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Der herausfordernde Weg der Menschheit. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 26.01.2019. Übersetzt von Wolfgang. Wir sind mit dem Prozess vertraut, in dem ihr euch gerade befindet. Wir kamen durch den Aufstieg in die neunte Dimension. Und bevor wir in die neunte Dimension aufgestiegen sind, mussten wir natürlich in die fünfte aufsteigen. Wir sind uns der Reise bewusst, auf der ihr euch befindet. Auch wenn eure anders ist als unsere. Und wir möchten, dass ihr wisst, dass der Weg, den ihr für den Aufstieg gewählt habt, keineswegs einfach ist. Ihr zeigt dem Rest des Universums, wie es gemacht wird, wie es möglich ist, von einer so polarisierten Version der Realität zu einer integrierten zu gelangen. Wir und so viele andere wie wir sind in Ehrfurcht vor dir. Und wir wollen unsere Wertschätzung für das, was du tust, teilen. Es ist keine leichte Aufgabe. Es ist auch kein Zufall, dass ihr diejenigen seid, die diesen besonderen Weg gehen. Du wusstest, wie herausfordernd es sein würde, und du hast dich entschieden, trotzdem dort zu sein. Nun, ihr habt das nicht getan, weil ihr Masochisten seid und nicht, weil ihr das Gefühl hattet, dass ihr euch jemand anderem oder sogar der Quelle beweisen müsst. Ihr habt den Weg gewählt, auf dem ihr euch befindet, weil ihr wusstet, dass ihr die Besten für den Job seid. Du wusstest, dass der Aufstieg der Menschheit einen Dominoeffekt auf den Rest der Galaxie haben würde. Und du wolltest an der Front dabei sein. Wenn es also besonders schwer ist, dort zu sein, denkt daran, dass ihr diese Herausforderung wolltet. Und ihr wolltet diese Herausforderung, weil ihr fühlen wolltet, wie es ist, sich in einem einzigen Leben so weit zu bewegen, vor Liebe, Freude und Freiheit zu explodieren, die aus euren Herzen sprudeln. Du wolltest das. Ihr seid bereit dafür und ihr werdet den Rest dieser Reise in die fünfte Dimension genießen. Du wirst deinen Wechsel in die fünfte Dimension mehr genießen als wir unseren, denn wir haben uns nicht für einen so schwierigen Weg entschieden. Und so wollen wir auch zum Ausdruck bringen, wie sehr wir dich schätzen. Ihr habt viele Fans in der Galaxie und wir gehören zu den Größten. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Und wer hätte es gedacht? Unsere Fanboys sind neuntdimensionale arcturianische Ratsmitglieder.